Ja, jetzt wird es wieder dunkel, jetzt sehe ich wieder nicht, weil ich baue. Machen wir mal kurz einen Abstecher. Da ich ja eh direkt neben meinem Bett stehe quasi, bietet sich das ja auch an. So. Ah, das werden wieder viele, viele planlose Parts hier werden, Leute. Ich merke das schon, ich merke das schon. Aber das macht nichts. Ich sag's euch, das Ergebnis stimmt nachher. Das Ergebnis stimmt nachher. Nur weil ich hier diese Kackbude hingestellt habe, deswegen komme ich jetzt auf die Idee, hier noch die ganze Zeit irgendwas anderes hinzubauen. Lass mich mal kurz aus dem Fenster von dieser Bude gucken, ob das ansatzweise nach irgendwas aussieht, was ich da baue. Von der Seite, weil man muss es ja auch von dieser Seite quasi ertragen können. Ja, von hier würde ich ja quasi hergehen und... Ja, genau das. Ach, fuck dich. Fick dich doch. Ja gut, das geht natürlich jetzt mal gar nicht. Was ich hier baue. Ich kann ja nicht bis ganz vorne ran. Das ist ja eh klar. Ja, das passt einigermaßen. Ja, mit der Plumpung auf einigermaßen. So. Man guckt halt dann trotzdem aus dem Fenster raus voll auf so einen Hügel, ne? Ich weiß nicht, wie geil das ist. Aber ich würde hier dann halt unterirdisch in diesen Hügel was reinbauen. Na? So der Plan. So der Plan. Dann hätte man hier so ein bisschen Wiese halt noch vorne dran. Bevor man an diesen Berg rankommt. Das fände ich, glaube ich, auch gar nicht so schlecht im Endeffekt. Dann schwebt das auch nicht so komisch in der Luft, das Haus. Wobei, so komisch geschwebt hat es jetzt gar nicht eigentlich, aber... Naja. So... Jetzt werde ich es irgendwie hier mal. Zubauen müssen. Ach, scheiße. So. Ich baue das so komisch, glaube ich. Ja, klar, ob es nachher natürlich aussieht oder nicht, das werde ich dann, denke ich, später noch anpassen müssen. So. Siehe ein Berg. Ja. Ja, ist jedenfalls ein Berg, ne? Kannst du nichts gegen sagen, ist ein Berg. Ist ein Berg. So, jetzt muss ich den nur noch hier quasi zubauen. Ja, von mir ist auch so. Ja. Ja. So. Ja.
So, die Hunde knasten wir jetzt einfach da unten ein. Die haben das nämlich verdient, müsst ihr wissen. Das ist gar kein Problem. Also die mögen auch dunkel. Deswegen sind das auch schwarze Hunde. Das ist auch wichtig für eure Haustiere zu wissen. Anhand der Farbe der Hunde könnt ihr quasi immer feststellen, ob die lieber dunkle Umgebung oder helle Umgebung mögen. Na, das sind jetzt in dem Fall quasi Schwarzfellhunde. Das heißt, die stehen auch voll darauf, im Dunkeln eingeschlossen zu werden. Ja. Das ist einfach auch eine wichtige Tatsache, die man immer erstmal lernen muss, wenn man mit Tieren quasi umgeht. Dass die dunklen Hunde halt eigentlich immer gerne eingeschlossen werden. Ja, also wirklich am besten einfach im Garten vergraben tatsächlich. Ja. Zweitbeste ist dann eigentlich halt einmauern. Ne? Je nachdem, was man halt gerade so für Möglichkeiten bei sich hat. Bitte mauert nicht eure Hunde ein, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem, was machen wir mit den weißen Hunden, Alter? Was machen wir da mit den weißen Hunden? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Da fällt mir doch was ein, Leute. Ich glaube, weiße Hunde stehen halt auch einfach auf Schneegebiete. Ne? Das ist eine ganz klare Sache. Die müsst ihr dann halt einfach auch mit nach Österreich in den Skiurlaub nehmen. Und am besten da halt auf dem höchsten Gletscher auch einfach aussetzen. Ne? Weil die finden das halt wirklich cool. Das ist auch echt anstrengend für die, dann wieder so zurück in die dunkle Wohnung oder so. Das mögen die dann halt nicht. Ne? Deswegen müsst ihr einfach auch mal an eure Hunde denken. Müsst ihr einfach mal was Gutes tun. Und die halt mal über auf dem Gletscher aussetzen. Ne? Das ist... Da muss man auch einfach mal das Wohlergehen der Hunde dann einfach über das eigene stellen. Ne? Das mag sich nicht gut anfühlen, aber das ist dann einfach mal... Das ist dann einfach mal dringend nötig. Ich werde bekloppt hier. Ich werde komplett wahnsinnig. Ich werde hier komplett blöd. Scheiße, nee, ey. Warte mal, für komplett blöd habe ich eigentlich sogar einen guten Song gerade. Moment. Muss ich mal kurz gucken. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Doch, warte, ich weiß, wie der heißt. Den haben wir auch schon ein paar Mal im Hintergrund gehört. Die scheiß Suche funktioniert hier nicht. Die funktioniert halt echt nicht, die Suche. Was soll denn das? Ja, Schmutz. Vielleicht ist der Titel von dem nicht richtig eingestellt oder so. Schade. Nee, dann finde ich ihn jetzt leider nicht auf die Schnelle. Naja, ist egal. Ich kann auch wahnsinnig werden ohne Musik dazu, okay? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist auch schon wieder... Nein, es ist eigentlich nicht spät. Was erzähle ich? Es ist 9:30 gerade mal. Es ist nicht spät. Ja, das hat aber gesagt, das hier brauche ich noch zu, oder? Das ist sonst irgendwie blöd. Da ist so ein Loch drin, das macht auch keinen Sinn. Da können wir schließlich noch ein paar Hunde reinschließen. Da ist ja noch richtig Platz drunter. Ne? Klare Sache. Alter, wir bauen einfach so einen unterirdischen Hundezwinger. Und dann gehst du irgendwo so über diesen Berg hier entlang, auf der Wiese quasi, und dann bellst du einfach die ganze Zeit. Boah, das wäre geil. Das wäre richtig gut. Das wäre eigentlich richtig gut, oder Leute? Das kann man schon mal supporten. Dafür auf jeden Fall jetzt erstmal einen Daumen hoch da lassen auf dieser Folge. Auf dem ganzen Projekt einfach. Geht in die Playlist rein und liked einfach alle 100 Parts. Warte mal, ist das hier Part 100? Nee, ist wahrscheinlich schon Part 101 oder 2 oder sowas. Ich werde mal, ja, ist Part 100. Part 103 sogar, glaube ich. Ach du Scheiße. Ja, herzlich willkommen in den 100. Display-Folge, meine Damen und Herren. Damit ist dieses Projekt offiziell das längste Projekt meines Kanals. Horizon Zero Dawn war 80 Parts, ich glaube 85 Parts ist auf den Dreh lang, plus halt noch ein paar 20 Parts von dem DLC. Aber die habe ich halt aufgeteilt, deswegen habe ich die nicht bis 100 durchnummeriert. Das heißt, in der Theorie, wenn man jetzt von der reinen Zahlenzählung geht, ist das hier das erste Projekt, was ich bis in die 100 hochzählen musste. Heftige Scheiße. Ja, hat auch offensichtlich ziemlich an meinem Verstand geknabbert, ne? Wenn man das so, ja, sich mal so gerade vor Augen hält, was ich hier gerade für eine Scheiße erzählt habe in den letzten 5 Minuten. Ist also vielleicht auch einfach keine gute Idee, Let's Plays zu machen, die über 100 Parts lang sind.
Ja, wenn man von der reinen Aufnahme, Videolänge oder so in der Art geht, ne, ist natürlich trotzdem Horizon Zero Dawn noch bei weitem länger, weil das jeweils halbe Stunden Parts waren. Ne, damit kann natürlich jetzt Minecraft mit seinen 20-Minuten-Parts im Durchschnitt nicht mithalten, das ist eine ganz klare Sache. Aber ich würde sagen, ist trotzdem schon eine Hausnummer, ne? 100 Parts Minecraft gespielt. Ja, kann man schon mal machen. Mein letztes Minecraft-Projekt auf diesem Kanal war jedenfalls nicht so lange. Falls irgendwer von euch das letzte Minecraft-Projekt auf diesem Kanal gesehen hat, ich schätze mal nicht, aber ist auch vollkommen okay, weil so gut war das auch nicht. Das habe ich mit einem ehemaligen Klassenkameraden zusammen aufgenommen damals. Das haben wir quasi immer abwechselnd auf meinem und auf seinem Kanal gebracht. Ich glaube, die Videos auf seinem Kanal gibt es auch gar nicht mehr mittlerweile. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr eh nur noch das halbe Projekt gucken, nämlich das bei mir. Ja, das war auch damals nicht so gut koordiniert mit wann wir aufnehmen und so weiter oder was wir aufnehmen. Ja, ich würde auch nicht behaupten, dass wir unbedingt so gut harmoniert haben teilweise in den Aufnahmen. Manchmal schon, manchmal nicht. Kann man sich angucken, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein Must-Watch ist auf, oder sowas in der Art. Von daher habt ihr auch nichts verpasst, wenn ihr es nicht gesehen habt. Sagen wir es mal so. So, das ist der letzte Block und damit müsste das Ding hier dicht sein. Was ist das denn? Wir hätten das hier gebaut. Das ist ja komplett Arsch. So, über sowas können wir noch reden, denke ich. So, da ist es auch schon wieder Nacht. Ich habe schon wieder den ganzen Tag durchgebaut. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Oh Gott, Alter. Dieser Part, das weiß auch nicht. Das sind jetzt so ein paar Videos von der Kategorie, die altern nicht gut, glaube ich. Die gucke ich mir nachher im Schnitt an und denke mir schon so, ach du Scheiße, hast du die verhauen. Ja, jetzt haben wir da halt einen Berg, ne? Ja. Haben ist besser als brauchen, würde ich sagen, Leute, oder? Ja. Jetzt haben wir da halt einen Berg. Ups. Das hier sieht noch so semi-natürlich aus irgendwie. Irgendwie so in der Art. Ja, irgendwie so in der Art. Okay, ja, ne, da hat man mal die Idee, man zimmert einfach mal einen Berg rein und dann hat man da plötzlich einen Berg reingezimmert. Ja, hier geht's viel zu steil runter, ne, das ist nicht so gut. Das hier ist noch nicht so gut. Das könnte man hier eigentlich noch ein bisschen höher bauen, denke ich. Dass man das hier noch mal anschließt. Weil ansonsten geht's mir da eigentlich zu steil runter. Moment, warte mal, nee, Schwachsinn. Nicht zu steil runter, sondern, also doch, ja. Also, nee. Achso, das ist der, hä, Moment, was laber ich eigentlich? Was baue ich hier eigentlich? Habe ich jetzt irgendwas geändert? Nicht so wirklich, oder? An dem eigentlichen Problem habe ich nichts geändert, ne? Ja, doch. Ich wollte das hier ein bisschen nach innen versetzen. Genau. Ja, doch, das ist schon okay. So. Ja, wirklich natürlich sieht es nicht unbedingt aus hier, ne? Da muss man schon zugeben. Aber wahrscheinlich auch, weil das hier halt so flach ist, ne? Hier hat so eine Zwischen-, so eine flache Ebene und dann geht es so steil nach oben. Naja. Gut, vor allem jetzt hat sich an dieser Stelle natürlich irgendwie auch die Diskussion, ob ich da eine Bergbude reinbaue, ein bisschen erledigt. Weil ich meine, jetzt müsste ich da den Berg, den Weg wieder bergauf bauen und da habe ich eigentlich immer nicht so Bock drauf, weil Wege bergauf bauen ist anstrengend. Na? Ja. Ist nicht so optimal. Gut, und hier haben wir so eine Lücke irgendwie drin. Na gut. Die Idee ist jetzt jedenfalls, dass ich hier unten erstmal dringend ausleuchten sollte. Ansonsten habe ich wahrscheinlich gleich hier ein paar Artgenossen drin stehen. Ne, Zeitgenossen. Artgenossen sind das nicht. So. Die Idee ist jetzt jedenfalls, dass ich das hier drinnen aushöhlen kann. Und daraus da rein irgendwas bauen kann. Und ich habe auch schon so eine kleine Idee, was. Und zwar machen wir diesen See, den ich hier bauen wollte, ist einfach unterirdisch.
Der Punkt ist nur, ich glaube, dafür müsste ich hier dann tatsächlich die Wand reinziehen erstmal. Das heißt... So. Ja, und dann baue ich aber die Scheiße, glaube ich, einfach ab, weil das sieht echt komisch aus. Mit der Doppelreihe. Aua, Holz. Ist ein bisschen weird. So. Fuck. Jetzt baue ich mich hier irgendwie gerade ein, ne? Das ist jetzt auch nicht so smart. Ja gut, ich werde irgendwie einen Eingang hier reinbauen müssen. Aber wie machen wir das? By the way, ich sollte mal die Hunde hier unten rausholen, ne? Ist echt nicht die smarteste Idee, glaube ich, die hier einzubuddeln. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ja gut, okay, egal. Kann ich mir später Gedanken drüber machen. Ich buddel mich jetzt hier erstmal raus. Und dann sorge ich erstmal dafür, dass mir die Hunde hinterher spawnen. Das müsste, glaube ich, gehen, oder? Ja. Perfekt. So, dann setzen wir die mal hier an den Teich dazu. Da ich immer noch keine Bude für die habe. Nein. Ah. So. Haben wir alle. Sieht gut aus. Okay. Ach, guck, da ist mal wieder ein Schwein. Endlich mal wieder. Du Schwein, du. Okay. Ich mag die Musik. Gianna Sisters, meine lieben Damen und Herren. Auch witzig, ne? Mario Bros. Gianna Sisters. Die haben sich mal Mühe gegeben, das zu verstecken. Dass das damals einfach so ein Mario Bros. Klon war. Das ist schon auch lustig. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Okay. Jetzt habe ich auch das Problem gelöst, weil ich mit dem ganzen Kram da unten mache. Man sieht es nämlich einfach nicht mehr. Das war nämlich jetzt eigentlich die Lösung, Leute. Ich habe dafür jetzt 3 Parts diesen Berg hochgezogen, nur damit ich mir endlich nicht mehr Gedanken machen muss, was ich mit dieser Area da unten mache. Ah, bin ich ein Fuchs oder bin ich ein Fuchs? Ich würde sagen, das war schon smart. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich diese Lücke da vorne so geil finde, aber ansonsten ist das eigentlich okay. Wenn das erstmal grün ist, ist es, glaube ich, in Ordnung. Okay, wundervoll. Dann haben wir das. So, und jetzt, widmen wir uns in diesem Part tatsächlich nochmal kurz der Kirche. Naja, ich sage in diesem Part, ich meine wahrscheinlich den nächsten Part. Weil von der Zeitaufteilung her, naja, ist das aktuell noch nicht optimal. Warte mal, dann lass doch in diesem Part nochmal kurz das Feld ernten. Lass doch einfach nochmal kurz das Feld ernten. Warte mal, kann das sein, dass auch das gefixt wurde, dass ich mit dem normalen Laufen das Feld zertrete? Oh, ich glaube, irgendein Mod hat das auch gefixt. Oh, wie gut. Dann brauche ich nicht mehr da unten über das Feld drüber schleichen. Das ist ja richtig nice. Ich nehme an, ich darf nur nicht springen. Also quasi so, wie es heutzutage eigentlich ist. Ich glaube, heutzutage kann man ja auch über das Feld normal drüber laufen. Solange man nicht rennt, ist es in Ordnung. Meine ich. Das ist auch nice, dass das gefixt wurde. So. Oder geändert. Die einzelnen Kies-Dinger hier, die könnt ihr auch mal rausnehmen, glaube ich. Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Oder den Kobbel rausnehmen. Weiß nicht genau. Das sah mit dem Beta-Texture-Pack besser aus mit dem Standard-Vanilla-Texture-Pack so rum. Naja. Egal. So. Ja, das hier ist eh auch Arsch. Das weiß ich auch nicht. Das müssen wir mal wieder irgendwie. Achso, und ja, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, der ärgert mich schon seit Jahrzehnten, seit ich ihn da hingesetzt habe. Der ist wirklich so hässlich gewesen. Das geht gar nicht fit. So, stattdessen, meine Damen und Herren. Oh, da ist so ein Fake-Tisch rein, weil mittlerweile kann man nämlich Druckplatten auf... Ich habe keine Druckplatten? Echt? Ich dachte, ich hätte mal aus den Druckplatten gebaut. Mittlerweile kann man nämlich Druckplatten auf Zäune bauen. Das ging ja vorher nicht. Nee, kann man immer noch nicht. Hä? Was? Ich dachte, das geht mittlerweile. Hä? Asoziale Scheiße. Ich dachte, das geht jetzt. Ja, frech. Habe ich das jetzt weggebaut?
ist ja wild. Na gut. Dann halt nicht. Dann habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil oder so in der Art. Pressure Plate. Zäune. So. Aber was wir jetzt machen, stopp halt. Wir gehen mal an unsere Grünzeugkiste. Und holen hier mal ein bisschen Zuckerrohr raus. Ich hätte 3 mitnehmen sollen, ne? Ja. Und daraus machen wir jetzt ein bisschen Papier. So, Alter. Man kann Zucker herstellen? Ach was. Ich wusste gar nicht, dass das hier schon geht. Dann kann ich wahrscheinlich damit einen Kuchen backen, ne? Das ist ja auch cool. Ja, komm, mach einfach mal ruhig voll. Ist in Ordnung. Achso, ich könnte vielleicht noch kurz mal den Schlons hier ablegen. So. Habe ich Holz dabei? Ja. Und dann machen wir jetzt nämlich mal hier ein bisschen Bücherregal. Ja, genau. Bücherregale aus Papier. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? So. Bücher. Bam. Nice. Alter, das waren nur 8 Bücherregale? Was? Das ist ja nicht mal genug. Moment. Es wird gerade dunkel. Das ist ja heftig. Ja, das braucht viel Material und das, dabei haben wir doch den Vorteil tatsächlich, dass ja Bücher in dieser Version noch kein Leder brauchen, ne? Das ist eigentlich echt viel wert. Denn ansonsten würden wir hier teilweise ganz schön blöd dastehen. So, kann ich jetzt? Danke. Dankeschön.